Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage auf der Weltkarte. Und zwar dachte ich, ich gehe offscreen einfach mit Schnellreise direkt zum nächsten Nebenkapitel, Kreuzweg des Schicksals. Und ich würde mal sagen, wir kann ich auch von hier aus die Unterstützungsgespräche anhören? Ja, kann ich. Dann würde ich mal sagen, fangen wir jetzt erstmal damit an. Divine One, are you training? Yes. I can't shake this feeling that I'm not strong enough. The truth is, I'm worried, and I feel weak. How can I restore peace to the world in this state? Huh. What is it, Diamant? It's just surprising. I never would have guessed that the Divine One had doubts like this. Of course I do. I worry a lot. My plate is full, and caterpillars keep dropping on it. You know what I mean, right? Yes. And I see what you meant earlier about vulnerability. I feel closer to you too. Really? All of a sudden? But you've seen this side of me before. I fled from that corrupted soldier in such a panic. I remember. What I mean is, you make me feel safe enough to discuss my deepest concerns. If it weren't for you, I might still be clutching that medal and thinking about my father. I'm grateful for that. Thank you, Divine One. I feel the same way. I appreciate having an ally to confide in, too. I suspect we have a lot in common. You might be right. Let's keep this up. We may seem guarded to the others, but I'll always be open to chat with you. Das war definitiv ein Flirt. Kann man nicht anders sagen. Do you know what you are, Alfred? A barbarian in princess clothing. Huh. What a nice thing to say. Thanks, Celine. How did that strike you as a compliment? You meant that I've got muscles all over like a barbarian, right? That's real praise, even if you're just saying it because I'm your brother. That is not at all how I meant it. Hey, it's okay, Celine. If that wasn't the idea, then what did you mean by it? Your first impulse on hearing we were low on water was to dig a well. Oh, right. Some mix-up, huh? Boy, was my face red. Would that it were the only example. What about the time you heard some soldiers wishing they could cleanse themselves? You immediately leapt to dig them a hot spring. Oh, do we not like hot springs? That isn't my point. Why is your first instinct always to go digging? 'Cause it's good training. Save your breath. It's instincts like that that mark you as barbaric, which would be fine for most men, but you are a prince. Try to act the part. All right, Celine, I get your point. From now on, I'm gonna train even harder. No more skip days. Pretty soon, I'll be so beefy that everyone can tell right off what a barbarian I am. No more confusion. Ugh. Once again, you have completely missed the point. Also, ich fand Alfred sehr lustig. Okay, und jetzt einmal mit Elcrist. Princess Celine, you're up rather late. Is something the matter? Oh, Prince Alchrist. It's nothing. My sleep was restless tonight, that's all. Ah, did you have a bad dream? I dreamt my brother died. Oh. This is a recurring dream, mind you. One that I have had many times since childhood. My brother used to be chronically ill, you see. But even now, I can't shake the feeling that he might be taken from me at any moment. Oh, Princess Celine. Alfred has recovered since then, make no mistake. He is the picture of robust health now. That he is. He always seems so brave on the battlefield. It's amazing. For what it's worth, I have those same bad dreams myself. Dreams where my brother Diamant is taken from me, that is. Oh, do you now? I do. They're a bit grim, so I've never discussed them with anyone. I see. I should like to hear more about them, if you are willing.
But the hour is far too late for that, I think. Another time, Prince Alchrist? Of course. I'm free to talk whenever you need a sympathetic ear. Da haben sich, glaube ich, zwei gefunden. So, dann fehlt nur noch Alfred und Bacharon. Weil ich Ostgrim nach dem Training gemacht habe, deswegen. Nice. I've said it before, but I really admire those muscles, Boucheron. Oh, I appreciate the compliment. Ich gehe da mal wieder, ja? Especially well developed. Mind if I feel them? Anything you want, Prince Alfred. Okay, ich verlasse das Zimmer. Yes, incredible stuff. Practically a Fyrenese national treasure. The forearm is perfectly sculpted too. Wish mine was like that. Are you finished now? Oh, guess I got carried away there. You gotta admit though, these muscles of yours are something else. I can't help but wonder what the secret is to getting beauties like these. Nothing special, really. Oh, that's what you always say. There must be some trick to it. Unless you're telling me they're all natural. How is that possible? That's a bit, A bit what? Is there something special about this one? No, Prince Alfred. It's just a bit ticklish. Oh, well, why didn't you say so? Ich glaube, wir lassen euch beide jetzt mal alleine und ich würde mal sagen, wir beginnen die Nebenquest. Ja. Kreuzweg des Schicksals. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Corrin und Schauplatz einer Prüfung für den Würmgott. Okay, Alfred sollte mir nicht daten. Der ist, Diamond oder Kagetsu? Nebenquest, die Weltveränderin. Is this? No, it's not. And yet, the similarities. What's the matter, Corrin? This place looks very much like where my fate branched. I had three options that day. My decision meant abandoning two of my possible fates. What do you mean? In my world, there are two opposing kingdoms, Hoshido and Nor. I was born in Hoshido. I'd spent my childhood in Nor. Having ties on both sides of a conflict, that would be a hard way to live your life. Indeed. This is where Hoshido and Nor faced off, and I had to choose which country to back. I had family and friends in Hoshido and in Nor. I didn't want to abandon any of them. But as hard as it was, I had to make a decision. Hoshido or Nor? Maybe neither, and I would fight alone. There was no obvious answer. I don't know how I'd make such a big choice. It's possible a significant one still awaits me at some point on our journey. You've already decided to face the Fel Dragon and save the world. I'd call that a big choice. Now let's see if your choice was a worthy one. Face me in combat. The results will inform my next choice. Surely our bonds will grow stronger. I understand. The paths we've each chosen. I'm excited to find out what lies beyond the point where our fates meet. Ja, eine Anspielung auf Fire Emblem Fates. Kommt auch irgendwann. Aber ich glaube, danach kommt erstmal Fire Emblem Awakening. Oder Fire Emblem Warriors. Mal gucken. So, Einheiten bin ich eigentlich zufrieden mit. Nee, Ivy, du kannst, glaube ich, da bleiben. Ja, Ivy, du bleibst da. Oh, doch, eigentlich passt das vielleicht. Tausche ich mal euch aus. Ja, das sollte eigentlich passen. So, dann einmal speichern. Und los geht's. Warte, hat doch jeder einen Ring?
Ihr beide habt noch keine. Ihr drei habt noch keine. Habe ich nicht noch einen Ring? Hector ist noch nicht vergeben. Und Pilot. Weiß nicht, ob ihr gut zusammenpasst, aber mit jeder von euch ein Emblem hat. Hector! Oho! Oho! Dann nochmal speichern. Und los geht's. Ja, ich bin bereit. Are you ready? Then let's begin. Corrin can alter the terrain. I can't get caught unaware by her changes. Emblem Corrin besiegen, so wird besiegt. Kriegen wir hin. Okay. Würde mal sagen. Devoted to you. Warten wir hier einfach mal. Let's go! Jetzt schon Aran, Zera. Kagetsu. I am full of vigor. Hier mitkommen. I've got this. Du kommst auch bitte runter. So. We fight for peace. Yes. Ihr könnt euch schon mal so aufteilen. For the Divine Dragon! Yanaka here! Ja, mach mal eine Vierer Einheit. Vier und vier da. Oh, Bruch. Das ist mies. Klar, schickt direkt die nächsten Einheiten zu. Du machst mir tatsächlich keinen Schaden. Das ist gut. I'm here. Und Level up. Ist doch schön. Not a worry. Ich krieg aber auch ziemlich Damage. Warte mal. Kommst nicht bis dahin, deswegen ist es ziemlich blöd. Kriegst aber auch keinen Schaden. Oh, Yanaka. So mehr Erfahrung im Umgang mit Waffen sage ich nicht nur, nur ich auch nicht. Oh, mit Feuer mache ich dir richtig Schaden, aber du mir auch. Sagen. Ach komm. Remember this. Aber ich könnte jetzt Mist gebaut haben. So treffe ich mich schon mal nicht. Was, wenn ich Bündnis mache? Nein, das wollte ich nicht. It's tea time. Okay, doch, das wollte ich. I am ready for a rest. Das war mehr Glück als Verstand.
Bin mal gespannt, ob du das. Tust du nicht. Rest now. Rest in pieces. Kommt alle Zuckerkeks zu. Oh schön, du machst keinen Schaden. Da geht alle auf Ivy. Kein Problem jetzt. Oh, 21 Jahre, was könnte wehtun? I could use some tea after that. Hm, definitiv. Die gehen alle. Auf Ivy, damit habe ich eigentlich kein Problem. So, würde ich mal sagen. Don't fear for me. Da kommt jetzt nur einer hin, genau. Dann locke ich die jetzt mal alle. Yes. So angreifen mit Elfenlicht. For Illusia. For Illusia. Stab und dann einmal Progressiv. Great help. Kann ich ja noch bewegen. Dann geht die auf Yunaka. Oh je, bitte daneben. Natürlich. Yunaka geht daneben. Also von Yunaka kann man noch etwas lernen mit dem Thema. Ausweichen. Okay, wir sind an der Reihe. Da will ich tatsächlich nochmal Progressive einsetzen. Ja! What good fortune! Und Level 17. Für Fran, das ist gut. Warten.
Give me an order. Look what you made me do. Inakos, scheinbar ein Taylor Swift-Fan. Look what you made me do. For peace. Komm, wir können ja einmal Hilfe spüren. Come to my aid, hero. I strike true. Nemesis, Erzritter, nice. I'll manage. Okay, wir können angreifen mit Depression, okay. No mistakes. Der kommt nicht zum Angriff. Rest now. Kagetsu kommt heute nicht zum Einsatz. Der macht 55 Schaden. Ich habe nur eine Verteidigung von 21. Ich glaube, das könnte jetzt böse werden. Oh, bitte weich aus. Oh, wir greifen als erstes an. Das ist gut. Ich dachte schon. The draconic power underground. Is it a dragon vein? I'll use that to my advantage. Don't worry though. I'm sure you'll be able to handle it. Ich geh auch mit dem Flamm. Würde ich mal sagen. Bewegen wir uns mal hier so raus. Jetzt werde ich immer ständig hier Heilung verschwenden mit Pogazov. Deswegen warten wir hier. So. Noch jemanden wegen der Ketsu. Okay. Ich glaube, damit kann ich leben. So, erstmal hier. Pflege. That helps. Dann noch 24. Reicht doch einfach nicht. Kann ich denn den hier machen? Nicht wirklich. Mit den hier. Hm.
Ich mach zuerst den hier weg. I'll cut you down. You were a good fight. Uiuiui. Ich nehme mal kurz einen Heimt. I can fight. Na komm, Vibration. So, Gagetsu, du kannst einmal den hier angreifen. I'll go first. Even Mikey wants more. Victory is mine. Nice. Und sie bewegt sich, das ist nicht gut. Was aus, Alter? Give me all the money. Aua. Dass du sogar heilt hast. So, was kann ich denn hier anrichten? Hold steady! I'm here! Understood. So, ist ein Erfahrungspunkt für Pokémon. You put up a good fight. Das ist gut. Ja, komm, mach nochmal Elfen nicht. Nothing left of you. Here until the end. Level up. Im Stau. Eigentlich komme ich dran. Jetzt komme ich dran. Warte mal. Du machst wie viel Schaden? 28. Überlebe ich.
Der kommt dann. 28, ne? Komm, das überlebe ich. Ich krieg den nicht komplett um. Es sei denn, ich mache einen Crit. Allow me! Precision! Power! Take it! I am sorry. Yay. Oder ich mach doch hier einmal kurz. Von mir aus kann ich. Komisch. Wisst ihr was? Ich kann ja eh zurückspulen, deswegen warten wir jetzt einfach mal. I have already chosen. Machen wir das. Das war alles. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Komplett K.O. Hier, Angriff. Okay, ich hab noch ein paar Another kill for me. Ich hab wieder Level Up für Yunako. Was, du kriegst ein ganzer Reinheitung? Respekt. So. Fehlt nur noch ein. Damit du auch Erfahrungspunkte kriegst. Und ich nehme keinen Schaden. I remember how I felt when I stood on the field that day. This is where your destiny branched, isn't it? I think I can understand what you went through. Do not swing timidly without resolve. You must genuinely try to kill me. As you say, Corin. I've chosen my path, and I'll travel as far as it takes me. I have it! Na, das ist noch nicht was von Level. Aber komm ich dran? Ich mach dich super K.O. Quickly now! I can help! My path is clear! Ja, kurz von Level. Also heute hat er gerade jetzt so nicht so seinen Auftritt, ne? I expected no less from you. You gave my blade Yato quite a workout. What a beautiful sword. It's a divine blade, forged to bring peace to the world. When I first saw Yato, it flew from its hiding place into my hands. It chose me. It was the same day my mother died protecting me. You lost your mother too? It would have been easy to lose myself in that pain. I couldn't have recovered alone. Luckily, I had friends who stood by me and helped me find my way home. And, like my friends, Yato was by my side at every step on my journey. I understand your feelings quite well. In the coming days, you'll make choices that might cause you no end of suffering.
but no matter what pain you're feeling, I'm with you. And I'll help you find your way home again. I will remember, even in the darkest moment, that I am not alone. Then you'll be just fine. Thank you, Corin, for joining me on this path I have chosen. Mein schönes Themenkapitel. Maximal Bandlevel freigeschaltet. Oh Gott, ist die Karte groß. Muss alles aufsammeln. Boah, ein bisschen Schaf mitnehmen? Ja. So, was habe ich denn hier noch zu mitnehmen? Ein Esel, warum nicht? Hauptsache, in der Map selber konnten wir über Wasser laufen, hier nicht. Geht aber schnell. Incredible! Unfassbar. Ich wurde von deinem Angriff geradezu überwältigt. Es war eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Stolpern. Eisenbahn und noch mal ein Hündchen. Nimm einfach alle mit. Es wird sich niemand einsam fühlen. So, dann kommen wir doch wieder zurück nach Somnia. Warte mal, haben wir Unterstützungsgespräche? Oh Gott. Machen wir in der nächsten Folge. So, dann würde ich mal sagen. Zurück nach Somniel. Dann machen wir in der nächsten Folge die Gespräche, dann ein göttliches Kapitel und dann geht's mit der Hauptstory weiter. Ja, so machen wir das. Zuerst. Sylden war das, ne? Genau. Und reicht das schon? Und nicht ganz. Okay. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fire Emblem Engage. Bis dahin, tüdelü.